Vermutlich haben viele Camtasia-Anwender das Problem schon gehabt. Innerhalb eines Videos soll beispielsweise eine Webseite gezeigt werden. Diese Webseite ist wie viele aktuelle Webseiten nur mit viel Scrollen anzeigbar. Natürlich kann ich während der Aufnahme ganz normal scrollen. Das kann ich hier zum Beispiel mit dem Scrollbalken rechts oder mit den Pfeiltasten oder mit dem Mausrad. Allerdings bekomme ich mit keiner der Methoden eine weiche Scrollbewegung hin. Wenn das zufällig mal funktioniert, lande ich nicht exakt an der Stelle der Webseite, die ich zeigen möchte. Was kann ich tun? Ich verwende dafür Camtasia und Snagit. Zuerst erstelle ich mit Snagit einen Screenshot der scrollenden Webseite. Ich starte das Snagit-Aufnahmetool im All-in-One-Modus und wähle Aufnahme. Dann kann ich dort, wo die gelben Pfeile sind, draufklicken und jetzt wird der gesamte Scrollbereich der Seite erfasst in einem Screenshot. Dann öffnet sich der Snagit Editor und in dem Editor brauche ich gar nichts weiter zu machen, als auf Weitergeben zu klicken, Camtasia. Dann benötige ich einen erneuten Screenshot, diesmal von dem gesamten Browserfenster, also inklusive der Browser-Titelzeile. Gehe hier auf Vollbild und mache dann den Screenshot. Auch dieses Bild gebe ich dann weiter an Camtasia. Im Camtasia wähle ich dann zunächst meinen Screenshot von dem Browserfenster und ziehe den über eine bestimmte Zeit. Meinen Platzhalter benötige ich hier nicht. Nehme den Scrollbereich und lege ihn oben drüber. Ziehe ihn genauso lang. Und jetzt schaue ich mir das einfach an, indem ich meinen Screenshot von meinem Scrollbereich über die gesamte Seitenbreite ziehe. Diese Scrollbar hier, die verschwindet dann zwar, aber das fällt später im Video nicht weiter auf. Und schiebe jetzt meinen Scrollbereich so hin, dass genau das abgedeckt wird, was ich hier oben schon haben möchte. Jetzt noch ein kleiner Trick. Hier oben den Bereich vom Browserfenster, wenn ich den jetzt hier unten drüber schiebe, dann habe ich ja das Problem, dass mein Browserfenster oben weg ist. Das ist ja im wahren Leben nicht so. Also was mache ich? Ich nehme hier den Hintergrund von meinem Browser und wähle das Zuschneidewerkzeug und kürze das ganze Teil eben bis unterhalb der Leiste. So, und jetzt schiebe ich meinen Scrollbereich dahin. Mein Browserfenster kommt nach oben. Und jetzt kommt die Animation. Ganz einfach. Ich nehme eine benutzerdefinierte Animation. Ich könnte auch einen Zoom und Schwenk nehmen, aber bei der benutzerdefinierten Animation habe ich etwas mehr Kontrolle und ziehe das Ganze auf meinen Scrollbereich. So. Das sind jetzt 25 Sekunden, das ist sicherlich zu lang, aber vielleicht so um die 10 Sekunden. Und jetzt möchte ich am Ende meines Scrollvorgangs, und da schiebe ich einfach jetzt den Scrollbereich ganz nach unten, bis ich am Ende meiner Seite angelangt bin. Hier ist das. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich eben meinen Scrollbereich, mein Videobereich und dann scrollt ganz langsam mein Bild da durch. Das kann ich hier noch über die Beschleunigungsaktivierung, kann ich das noch auf linear stellen. Dann sieht das noch ein bisschen normaler aus. Und dann scrollt der Bereich hier ganz einfach, ganz entspannt durch das Bild. Und selbst wenn es hier noch ein wenig ruckelt oder Ihnen das zu schnell ist, dann können Sie das einfach hier noch anpassen auf 15 Sekunden und ich werde mal nur diesen Bereich hier entsprechend rausrendern und ans Video anhängen. Und dann sehen Sie einen wunderbar weichen Scrollvorgang.